Warteschleife. Eine Endlosschleife mit Zähler. Wahrscheinlich kann man hier bis Untergeschoss 500 runterlaufen. Thank you.
zwei Level noch, dann höre ich auf. Ernsthaft. Ja, tut mir leid, Leute, aber das ist das Ende dieses Spiels, wie es aussieht. Und, naja, was soll ich da noch groß zu sagen? Ich weiß nicht, habe ich jetzt schon mein Fazit abgegeben oder nicht? Ansonsten gebe ich mein Fazit nochmal ab. Ich finde so, wenn man das Spiel einmal gespielt hat oder wenn man es das erste Mal spielt, ja, natürlich, ist eine tolle Atmosphäre und so, auch mit den ganzen Geräuschen und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Aber über die Länge ist es relativ langweilig. Allein schon, weil man diesen Gnomen da entkommen kann, man kann einfach daran vorbeilaufen, wird das Spiel irgendwie unendlich lang und irgendwann wundert man sich nur noch und weiß nicht mehr, was man machen soll. Also kein Spiel, was man irgendwie ein zweites oder drittes Mal spielen kann. Nicht wie der zweite Teil, den man ja immer wieder spielen kann. Man wird immer wieder von neuem überrascht. Also guckt euch bloß den zweiten Teil an. Der zweite Teil davon ist unglaublich geil. SCP-087-B. Zieht ihn euch rein, er ist super. Und der erste Teil, ja,
Ja, wenn man in diesem Genre neu ist, dann ist es ganz lustig, aber es kommt an den zweiten Teil bei weitem nicht dran. Gut, ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt und ich glaube, der gesamte Teil geht irgendwie rund eine Stunde. Dann verabschiede ich mich noch ein weiteres Mal. Hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie so ein bisschen gefallen, das Treppen runtergelaufe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Adieu.